ein 9-jähriges Mädchen, abends kalt, kein Schulranzen da, niemand hat von ihr was gesehen. Richtig gesucht wird erst am nächsten Morgen. Das, glaube ich, würde die Polizei heute nicht mehr machen. Jetzt wird die Umgebung von Lichtenberg bei Hof weiträumig abgesucht. Es wird keine Möglichkeit ausgelassen, Spuren zu suchen. Selbst der kleinste Hinweis kann helfen, die 9-jährige Peggy Knobloch zu finden. Möglicherweise ist die Suche ein Lauf gegen die Zeit. Der mögliche Täter hat dann natürlich schon einen riesigen Vorsprung von doch einigen Stunden, fast einen Tag. In jedem Winkel Lichtenbergs suchen Rettungskräfte nach einem, wenn auch nur kleinen Hinweis, der helfen könnte, die 9-jährige Peggy Knobloch zu finden. Hoffentlich finden sie sie. Hoffentlich finden sie sie endlich und hoffentlich kommt sie wieder gesund und munter nach Hause. Ich will sie doch einfach nur wieder nach Hause haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die helfen könnten, die 9-Jährige zu finden. Es ging dann wirklich weiter, wie es selten weiterging. Also die Suchaktionen wurden immer mehr ausgeweitet. Hubschrauber mit Wärmebildkameras waren im Einsatz. Und selbst Taucher suchten in einem nahegelegenen See nach dem vermissten Mädchen. Der Höhepunkt war der Einsatz von Wärmebildkameras mit Tornados der Bundeswehr. Man klammert sich an die Hoffnung, Peggy doch noch wohlbehalten wiederzufinden.